So. Minen 1-1. Oh Gott. Das gibt's doch gar nicht. Verfluchte Spinne. Ah, so. Ah, Mann. So, lass mich hier durch. Boah, das war verflucht knapp schon wieder. Warum sterbe ich denn in letzter Zeit so oft? So, spreng mich da mal durch. Bam. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich hätte gerne wieder einen Kompass. Und ich wollte den Ladenbetreiber da nicht verärgern. Tut mir leid. Na? Ah! Mann, warum funktioniert denn das manchmal nicht? Manchmal geht's einfach nicht. Ich weiß auch nicht. So. Okay, der hat seinen Pfeil schon abgeschossen. Vielleicht ist da eine Schlange lang gelaufen. Weiß man nicht. Auf sowas muss man halt achten. Damit man nicht irgendwas verschwendet. Viele Schätze hier. Eben noch die Frau gehört. Oh, ich sehe sie nicht. So, da irgendwo. Da ist sie. Ach, Mann. Ja, klar, wir haben ja nur 3 Energiepunkte. Natürlich werden wir die holen. Habe ich das schon mal gesagt? Natürlich werden wir die holen? Glaube ich nicht. So, hoch da. Schwing deinen Arsch da nach oben. Naja, gut, es gibt ja keine andere Möglichkeit. Naja, gut. Es geht. Ich hatte jetzt nur befürchtet, dass der untere Boden irgendwie weggesprengt wird und die Wand dann noch zu einem Stückchen dasteht. Dann hätte ich keine Bombe mehr platzieren können. So. Aber das ist doch jetzt eigentlich ganz gut gelaufen mit der Frau. Ja, ich wünsche nur, ich hätte noch alle 4 Energiepunkte. Und nicht mehr nur noch 3. Ich höre Schlangen. Ich hasse diese Tiere. Naja, so ist das. Spelunky. Wie soll ich ihn denn jetzt nennen? Er hat keinen Namen. So, was haben wir denn hier? Bombenkiste, Paste, Bombe, Bombe. Wir kaufen nur die Bombentasche. Die reicht, du alter Verräter. Hey, du alter Betrüger, meine ich. So. Ja. Mensch, da ist die Frau. Verdammt, lass mich hier durch. Ja. Ach, Mann, du blöde Spinne. Jetzt komm schon runter hier. Ah, nein. Du hässliches Tier. Mann. Komm. Ah. Komm. Oh, ja, okay. Ich bin auf den Kopf gesprungen. Das geht immer. Kann man natürlich auch machen. Jetzt haben wir wieder nur 3 Energiepunkte. Diese Frau hier könnte jetzt schon mein 6. Energiepunkt sein. Und was ist? Hier wird mein 4., wenn es gut läuft. Ah, meine Fresse, was ist denn hier los? Jetzt habe ich die schon wieder gepeitscht. So, lebst du noch? Lebt noch. Gut. Mach mal einen Plan, Frau. Wie kommen wir hier wieder raus? Ein blöder Mist. Aber hier kommt man ja. Das ist ja erstaunlich, wie gut man hier rauskommt. Hätte ich nicht gedacht. So, und da bomben wir uns durch. Bam. Sehr gut. Oh nein, sie wurde von einem Stein erschlagen. Aber sie lebt noch. Da sind noch die zwitschernden Vögelchen. Bedeutet, sie ist nur ohrenmächtig. Wo ist hier irgendwo ein Durchgang? Ausgang? Nimmt die eigentlich Schaden vom Sturz? Wenn ich die da jetzt runtergeschmissen habe oder die fällt da runter? Weil er läuft halt runter wie ein Lemming. Meine Güte. Ah nee, die kann doch durch die Stacheln laufen. Saubere Sache. Die wird ja gar nicht verletzt davon. So. Cool. Also, die Frau ist so ziemlich unverwundbar, außer gegen meine eigenen Peitschenhiebe. Wollen wir doch mal gucken. Okay, da ist wieder dieser verrückte Terrorist. Wisst ihr was? Wir... Ich mach das jetzt einfach mal, was soll's. Dann ist halt die Episode früher vorbei. Wenn es nicht klappt, ist auch egal. Ich muss eben überlegen, welche Taste ich drücken muss. Gibt's denn sowas? Komme ich überhaupt zu dem durch? Ich glaube nicht, oder? Ach doch, eine habe ich ja noch. Terrorist, okay, hat kaum Platz da drin. Vielleicht wird er von meiner Bombe getötet. Stirb! Hier läuft es eiskalt den Rücken rüber. Nein! Ah, nein, er ist nicht tot. Na? Mann, warum stirbt denn der nicht? Ich habe eine Bombe um die Ohren gepfeffert. Na okay, vielleicht liegt es daran, dass doch ein bisschen Wand zwischen ihm und der Explosion war. Vielleicht liegt es daran. Ah. Ach, okay.
Komm, Spinne. Ach, Mann, ist mir jetzt egal. Los, komm. Ja, sehr schön. Die können nämlich nicht einen kleinen Sprung machen. Die springen immer die gleiche Entfernung. Und hier wird gleich wieder so ein fetter Fels kommen, ne? Da kommt der Fels. Ich bin auf Stacheln gefallen. Schon wieder.